Mission für Kai in Heavenly Sword Folge 10. Neue Aufnahmesession für uns. Fritz am Gamepad. Willkommen zurück. Kleine Zwischenfrage, wie geht das nochmal? Keine Ahnung. Oh, die Resident Evil Kameraperspektive. Ah, nee, doch nicht. Nariko ist ja gerade irgendwie eingesperrt von dem... von den Schergen und Kai muss sie retten. In der letzten Folge, soweit mich meine Erinnerung nicht trübt, auf der Brücke mit dem Bogen rumgeschossen. Jetzt müssen wir da irgendwie reinschleichen. Da haben wir ewig rumgebraucht, um den Typen in den Kopf zu schießen. Wir hätten die Steuerung inzwischen natürlich auch umstellen können. Angeblich geht das wohl im Menü, dass man das nicht mit diesem Six-Axis macht, sondern mit dem Stick. Aber ich finde gerade das eigentlich ganz witzig. Jungs? Achso, ich kann hier nicht weg. Aber dann zieh doch ein Mädi einfach. Was machst du denn? Shit. Mit, einfach einmal auf Viereck drücken zum Schießen. Nee, macht's ja nicht. Nee, du musst halt also L1 gedrückt halten zum Zielen und dann halt Viereck zum Abdrücken. Aber jetzt sind sie vermutlich schon. Oder so. Nein, da geht der Messer rausgegangen. Nee, aber es geht ja nicht raus. Das wird zu sein. Ja? Ja. Achso, jetzt geht das wieder los. Moment. Oh, das ist aber zu kurz von der Distanz. Deswegen schieß doch einfach direkt. Sollen wir nur einmal antippen. Mit deinen unsinnigen Tipps. Wo meinst du, geht's raus? Hier geht's raus. Ja. Und tschüss. Oder auch nicht. Ah ja. Ja, sag mal, schlägst du mal bitte kein Mädchen? Ja, hier. Und du gleich Nut hier, Short. Das nächste. Du musst gar nicht so rumhampeln, du Hampelmann, du. Komm her, du. Hey, na, hast du dich nochmal überlegt? Haha, genau. Das ist die gute alte 300-Taktik, oder? In der Meerenge wird ihre Zahl bedeutungslos sein. Sie werden einer nach dem anderen in dem Bogen des Mädchens mit dem Katzenmützchen zerschellen. Ha, ja. Reingelaufen. Die können da nicht rüberklettern, aber zwar da. Nee. No. Ast rein. Oh, ist da oben, oder? Juhu. Zack. Ah, das war ja Gold wert. Wie jetzt? Immer noch nicht? Oder ist das nur ein Ausgang? Das ist mal eine Tür weiter. Oder kann ich hier was machen? Ah. Das hat so ein bisschen was von Tower Defense, oder? Nicht unbedingt das absolute Vorzeigetower. Was machen die denn? Jetzt ist er weg, der ist gleich da. Aber ich wollte doch noch unbedingt das Bonusmaterial. Ha, versteckt er sich hier oder was? Wir haben das Bonusmaterial noch gar nicht angeguckt. Was nee, das gibt's denn? Ja als Bonus. Das, wir könnten jetzt schon versprechen, dass wir das am Ende uns alles angucken. Um es da nicht zu machen. Inzwischen ist das ja so ein... Obwohl, naja, inzwischen kann man nicht mehr ganz genau sagen, dass wir immer lügen. Also es ist spannender geworden. Bei Battlefield haben wir es jetzt gemacht. Fritz, ich glaube, du bist jetzt bereit, Kinder zu kriegen, weil... Jetzt hast du mehr oder weniger das Maximum dessen, was man von Eltern erwarten kann. Also, bei uns weiß man, dass wir nicht immer lügen. Man weiß nicht genau, dass wir nicht immer lügen. Ja, man muss die verwirren. Irgendwann werden die groß und sind dann besser als die Eltern. Achso, ich dachte, dieses links antäuschen und dann rechts reinwatschen. Bei Kindern. Ja. Szenen, die halt nie kommen. So.
Jetzt ist aber hier auch mal wieder, ne? Jetzt reicht's. Komm her. Jetzt nicht unbedingt Spieldesign-Kunst, was hier gerade stattfindet. Das ist auch nicht unbedingt Bogenkunst, was hier gerade stattfindet. Das ist doch kein Bogen. Das ist eine Armbrust. Ja. Ah! Trau dich halt hoch. Achso, so. Lass dir halt eine Kurve fliegen. Das geht auf die kurze Distanz nicht. Du musst es nur fest genug schmettern. Dann das Gamepad Vollgas in den Fernseher werfen. Mach jetzt erst alle Vasen kaputt. Guck mal hier, er betet mich an und stirbt, wie es sich gehört. So, wo ist das riesengroße Tor? Da. Da. Hä? Da oben ist noch eine Vase, stopp! Wo denn? Über dir. Ah. Dass du wieder alles siehst. Zack. Aber sie hat gar keinen Superangriff. Das ist ja so ein Bogen, der Kurven fliegen kann. Oder eine Armbrust, die Kurven schießen kann. Ein Meisterschuss. Wilhelm Tell. Die Vase hatte keine Chance. Wir sehen uns in der Hölle wieder, du verdammte Vase. Oh, mich erinnert das mit diesen Zahnrädern da. Immer dieses üble Rätsel in, war das God of War 3? Wo er die Prinzessin da reinspannt und die dann voll zermanscht wird. Autsch, ich habe God of War 3 ja nicht weit spielen können, weil ja die DVD kaputt war. Da gibt's, oder ist das God of War 2? Oder Chains of Olympus? Ich weiß, in einem von den God of War Spielen hat Kratos dann irgendwann mal so. Passiert ja recht oft so. Hat Kratos dann irgendwann mal so eine komische Prinzessin mit dabei, die dann auch irgendwie nichts sagen darf und er behandelt die ganze Zeit halt nur Scheiße, wie er halt auf seine Kratos-Art so Sachen macht. Ja. Und da muss die halt immer, normalerweise stellt er sie dann, also der zerrt sie dann so grob am Arm immer hinter sich her. Und dann kann man die immer an so Zahnräder hinstellen, dann hält die halt offen. Und dann ist halt einmal so ein Zahnrad dabei, was irgendwie so ein richtig aus Holz, so ein riesengroßes und doppeltes, was halt so ein riesengroßes Portal offen hält. Und dann stellt man die halt dahin und während sie da schon festhält, zittert sie halt schon voll. Du merkst halt schon, okay, die hat eigentlich nicht die Kraft, um das festzuhalten. Ja. Und dann gehst du halt durch das Portal durch und dann klappt halt hinter dir das Tor zu und dann hörst du so nur noch. Und dann, wenn du wieder zurückgehst, kriegst du sogar so eine Trophy, wo drin steht, ja, wenigstens habe ich es nicht selbst. Nee, ich wünschte, ich hätte es selber gemacht oder irgend sowas. Total daneben. Ist ja fies. Ja. Aber der Kratos, der ist jetzt eh nicht so der Sympathikus, oder? Das Kratos, ich habe in jedem God of War Spiel. Wow. Das hat ja schon was von einer Parodie. Haben wir noch ein paar von denen? Ja, schick sie rein. In jedem God of War Spiel habe ich Mitleid mit den Feinden. Ich will immer, dass Kratos sich irgendwie beruhigt und vielleicht vorzeitig geht oder so. Oder dass die Feinde vielleicht einfach mal gehen. So, man will die immer gar nicht umbringen. Ja, so einen wie Kratos, den wünscht man sich nicht als Nachbar. Wer war denn der, mir fällt gerade die Sagengestalten hier an, dieser Schmied in der Unterwelt, ist das Hephaistos? Das ist noch im ersten Teil, oder? Den er auch so übel umbringt. Vor allen Dingen, der hilft ihm doch. Ja, genau, oder? Der hilft ihm. Also, die helfen ihm doch alle irgendwie und dann bringt er sie um. Der Mann hat echt ein Problem. So. Nanu? Das sieht irgendwie so aus, als müsste man da vielleicht irgendwo hinschießen oder so. Ich schieße jetzt erstmal da oben hin. So, ist die PlayStation, seit wir das letzte Mal gespielt haben, langsamer geworden? Sieht irgendwie alles so hoffentlig aus. Mhm. Die macht auch ganz komische Geräusche. Vorhin haben wir nochmal, als wir den Spielstand geladen haben, lief so eine Zwischensequenz. Ich fürchte, wir kriegen die Disc nicht mehr da raus. Die ist nur noch Püree. Ups. Ja, zum Glück gibt es ja nicht mehr so viele. So viele PlayStation-Spiele, die wir spielen müssen. Also PlayStation 3-Spiele. Minecraft auf der PS3 haben wir noch gar nicht gespielt. Ja, was kommt ja jetzt bald für die PS4? Ja, es ist ja schon da. Die Gott sei Dank. Oh. Wow. Ich glaube, du musst die erst umnieten, oder? Ach, und jetzt hast du laufen müssen. Oder du erschießt ihren Kommandanten.
Wow! Ja, wir haben das Feuerwerk nebenan hingestellt. Ja, brennt aber nicht. Ist egal. Ach so, nee, ach so. Ach, hier vorne war die. Die Feinde sagen schon das Stichwort Fire. Ach du Mann, dein. Das war nur ein Warnschuss. Da ist gar keiner mehr, oder? Egal, schön sieht's aus. Mit schön meine ich Retro. Schön. Shit. Oh, wo ist denn der Pfeil noch hin? Ja. Ich könnte meinen, die haben in dem Spiel mehr Entwürfe gemacht, als sie tatsächlich Spiel reingesteckt haben. So wie sie die haben jetzt hinterher schmeißen. Aber ist das nicht immer so? Ja. Stimmt. Ja, ruhig. Das finde ich aber eh immer so krass, wenn man dann so sieht, was es so alles an Vorarbeit gab, ja. Wo ich dann schon so denke, also wie kann man denn überhaupt so ein... Ich würde in meinem ganzen Leben nicht ein so ein Bild malen können, wenn ich da Jahre reinstecken würde. Ja. Und die hauen die halt einfach mal, ach komm, machen wir noch eins. Nee, komm, das ist nicht so cool. Mal das mal bitte nochmal. Da habe ich einen heiden Respekt vor. Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Ich verstehe einfach nicht, wie Menschen das können. Also ich verstehe das einfach nicht. Wie geht das so zu malen? Naja. Übung macht den Meister. Au! Ja, aber da ist ja dann auch ganz oft viel... hallo? Entschuldige mal, dich habe ich doch schon getötet. Jetzt machen wir es aber auf Nummer sicher. Das gehört stuck in your face. Ja. Hä? Haben der alle wieder so einen komischen Helm auf, dass man den nicht treffen kann, so? Moment. Na, nee, doch. Kann man. Geht. Zack. Oh, guck mal, einer ist noch weggerannt. Das ist halt... Der hofft jetzt wahrscheinlich. So Konzept, oh, hier, der Konzeptartist, der ist halt... undankbarer Job. Ein undankbarer Job, ja. Ich meine, ich finde das ganz geil. Auf Kotaku zum Beispiel haben sie doch jetzt auch irgendwie eine eigene Subseite davon, wo sie halt immer mal von ausgewählten Concept-Artists halt deren so tollste Werke vorstellen. Aber in der Regel ist doch dein Schicksal, du malst halt was, was dem Team intern gefällt, dann wird das Team davon inspiriert irgendwie und baut es dann so, aber das eigentliche Concept-Art sieht so gut wie niemand. Und dann ja, und vor allen Dingen, es sieht nie so geil aus wie, das Fertige sieht nie so geil aus wie das Concept. Aber pst. I'm not coming home. Not until I've killed Bohan. Kai doesn't want to play. I want you to come home now. Listen to me, Kai. This is not a game. I need for you to understand that. Please, help me get the heavenly sword back. Focus, it's in the armory. Please, Kai. I've got no one else. I'm all alone. Kai was alone once. I ate cockroaches. But Noriko found Kai. And Kai wasn't alone. And Noriko wasn't alone either. Kai will do this. Das krass gute Zwischensequenzen. Mhm. Voll gänsehautmäßig. Ja. Alter Falter. Vor allem, wie gern ich mehr von diesen Figuren erlebt hätte. Mhm. Kai must find the armory. Find the sword. Kai can do this. Ist denn dieser Animationsfilm, der da rauskam, ist das im Großen und Ganzen nur eine Zusammenfassung von dem Spiel? Ist das eine angeblich Geschichte? Ja, ich habe ihn noch nicht gesehen. Okay. Aber es soll eigentlich sich sehr stark an dem orientieren. Vielleicht wird, aber ich meine, sie müssen ja ein bisschen mehr erzählen. Vielleicht wird auch einfach ein bisschen mehr über die Vorgeschichte erzählt. Kurz gucken, ob hier noch irgendwas ist.
Wo haben wir stehen geblieben? Concept Art ist, ich meine, das Übel ist, dann bleibt das halt immer in so einem Collector's Edition Artbook drin. Da gucken wir das einmal an und dann ist das weg. Aber selbst da denkst du dann so, oh geil, ich hätte lieber das gehabt, als das, was fertig im Spiel war. Mhm. Weil die Sachen sind ja dann meistens mehr auf entweder reduziert oder funktional. Ja. Ist wie bei jeder Automesse, wo diese ganzen Konzept-Cars rumfahren und du denkst, oder rumstehen und denkst so, können wir bitte die Autos haben in Zukunft? Nein, wir kriegen, keine Ahnung, einen Golf oder sowas. Oder ein BMW. Ja, stimmt. Was hier wird viel BMW verkauft, oder? In Bayern? Ja. Ja, sowas zum Beispiel. Voll der langweilige Scheiß. Früher gab es wenigstens noch Trabi und sowas. Ja, wenigstens richtige Autos. Die man auch im Altpapier entsorgen kann. Die waren biologisch abbaubar. Oh shit, warte mal. Ich sollte hier das nicht so machen. Ist da oben was zum Rein? Fruchtzwerge? Okay. Er dreht nochmal eine extra Runde. Fast so gut wie der eine, der bei der Titanic runterfällt. Der dann auf die Schriftschraube noch knallt. Die nehme ich mit. Oh, wie gemein. Ah, warte mal. Das ist halt voll cool. Ich wusste gar nicht, dass das in dem Spiel überhaupt drin ist. Was? Das hier? Diese ganze Bogenschieß-Kai-Geschichte. Ich dachte, es wäre nur die ganze Zeit so mit... Wow! Das wäre nur mit Nariko rummetzeln. Übrigens, in einer der ersten Folgen wurde meine korrekte Aussprache des Namens der Protagonistin gelobt. Ich habe es dummerweise in der ersten Folge auf drei unterschiedliche Arten ausgesprochen. Das heißt, ich weiß nicht, welche richtig ist. Man kann sagen... Gut fände ich, wenn jetzt jemand schreiben würde, na Nariko. Ja. Also man kann entweder sagen, Nariko, Nariko oder... Wie hat er eben gesagt? Nariko. Was ist das jetzt hier? Die Nadine halt. Ich glaube, alles befriedet. Alle schlafen gelegt. Ja, aber viele Varianten, wie sie hier rüberspringen. Mhm. Das war schon dritter, hast du gesehen? Crazy. Wahnsinn. Dann könnte ich hier die Tür aufmachen für die nächste Folge. Ja, bis dann. Ciao. Tschüss.